haben die dritten Schleicher. Der ist vorne. 120 Punkte. Supersport. Die spannendste Entscheidung des Tages steht an. Und wir drücken die Daumen, dass der Steiger den Jumbo hier gelangt kriegt. Das sieht immer ein bisschen holprig aus am Start, aber das sind wir gewohnt. Und auf einmal, explosionsartig im wahrsten Sinne des Wortes. Wie wir es gerade sehen, geht's da nach vorne. Der Motor braucht ein bisschen Hitze, bis der Anwendung kommt. Und jetzt hört man das schon. Der gerade noch steigt. Es geht los. Never enough. Für den wahnsinnigen, für den richtig wunderbaren, wunderschönen und mega starken Mighty Quinn. Was ist denn da los?
Heute Platz Nummer 3, 98 Meter, 26, Mighty Quinn. Finn Lasse Strei, Glückwunsch. Zweiter Platz, Tageswertung heute, 105 Meter 27 im Finale, Red Evolution. Maggie. So, da kommt er kommt. Er kommt. Zweiter Platz, Tageswertung, Glückwunsch, Jörn. Und geht's hoch für dich. Ja, genau, er nimmt die Mutti mit. Die Maggie, da zeigen sie sich beide nochmal. Das finde ich schön. Erster Platz, Tageswertung, hier und heute, 107 Meter, 46, never enough. Jacke ausziehen, hoch. Never enough. Jan Dietrich, never enough. Tageswertung. Erster Platz.
Ja, das war auch schön, oder? Gehen in die Vertretung hier. Erster Platz für den Never Enough. Und wir kommen zur Meisterschaftswertung. Da gab es ein Punktesystem. Ich habe hier unten die Punkte jetzt gerade noch nicht fertig ausgewertet zur Hand. Aber der Andreas hat sie. Dann, ja, fangen wir doch mal mit dem dritten Platz an. Ich muss noch mal ganz kurz erklären, in der Supersportklasse fahren wir ein Punktesystem. Und das heißt, es wurden über die gesamte Saison Punkte gesammelt. Und jetzt ist Endabrechnung angesagt. Die Meisterschaft entscheidet sich und sie ist wie folgt ausgegangen. Mit 108 Punkten auf Platz 3 gelandet in der Meisterschaftswertung Christian Kaisers und Giftzwerg. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Zweiter Platz und damit Vize-Deutsche Meister in der Supersportklasse 3,6 Tonnen. 131 Punkte sind am Ende rausgekommen und wir gratulieren zum Vizemeistertitel Red Evolution Jan Budding. Das Geheimnis, das eigentlich schon lange keins mehr ist. Jetzt kommen wir zur Krönung des deutschen Meisters. Und ich habe schon gerade gehört, seine Teammitglieder sind unfassbar stolz auf ihren Jungen, auf den Schleicher. Deutscher Meister 2014, erste Saison, 146 Punkte. Never enough, Jan Dietrich! Herzlichen Glückwunsch, Schleicher. Das sind die Meister und die Vize und Trize in der Saison 2014. Und wir sagen herzlichen Dank. Und die nächste Saison, da werden die Karten neu gemischt. Bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ja,